Feder, zack, zack! Warum ist dieser Leiter heute früh auf? Wann ist Dellen aus dem Bett gefallen? Das ist mir noch nicht schnell genug gewaschen angezogen seid ihr, aber zack, zack, ran an den Tisch. Meine Zahnspange ist weg, habt ihr einer gesehen? Ach, das war das Teil, was ich die ganze Zeit... Oh, ey, das Ding hast du die ganze Zeit gut gehabt? Eben nicht, ich hab sie doch verloren, jetzt gibt's schon her. Ihr habt dein Schleimgerippe wieder. Halt! So haben wir doch noch nie angefangen. Was fehlt? Ja, dann los, ja. Hab Dank für dieses Essen, allemal besser als Gras zu. Amen. Ja, dann los, auf rein, ab geht's. Boah, was ist denn das für ein Brot? Das ist ja, als wenn man auf Sand kaut. Ich glaube, mir sitzt Sand zwischen den Zähnen. Reich mir mal den Zahnspocher. Meinst du diese Peitsche? Willst du mich umbringen? Habe ich etwa Zähne wie Arnold Schwarzenegger? Das ist keine Peitsche, das ist eine Gerte. Gerti? Was? Du kennst auch Gerti? Die ist vielleicht hübsch. Findest du nicht auch? Trottel, das ist eine Peitsche und nicht Gerte. Selber Trottel, das ist eine Gerte und nicht Peitschi. Peitschi? Wer ist denn das? Die kann ich nicht. Gibt es denn heute Morgen keine Eier? Ei fertig gemacht. Ein Ei, das reicht nicht mal für mich alleine. Meinst du? Oh. Welchen Saurier hast du denn dafür geschlachtet? Was ist denn mit deiner Nase passiert? Ach, das ist eine ganz blöde Geschichte. Erzählen, erzählen! Die gingen uns immer zum Lachen. Na, toll. Also, wie ihr wisst, bin ich Speerwerfer. Und wir haben nächste Woche Wettkampf. Na und, da habt ihr doch keiner eine rote Nase. Nein, also ich habe diese Nacht geträumt, dass ich in der Zielbahn bin. Und dann wollte ich gerade den Speer werfen und dann kommt ein Diskus von der Konkurrenz angeflogen. Und dann habe ich wohl nach irgendwas gegriffen und bin zu stark zugehauen und dann habe ich mir wohl diese Peitsche ein bisschen zu stark ins Gesicht gehauen. Das ist Gerti und nicht Peitschi. Na, dann eben Gerti. Was? Du kennst auch Gerti? Wie findest du sie? Nein, also Gerti, diese Gerte hat mir wohl irgendjemand ins Zelt gelegt. Und dann habe ich die wohl irgendwie wie in die Hände gekriegt und mich dann mit selber gehauen. Lieber, besser eine rote Nase als Ohren wie ein Osterhase. Deine Sprüche waren auch schon mal besser. Hat nicht einer eine Gurke für den armen Leiter, so ein paar Scheiben für die Augen? Klasse, wir machen ihm eine Gurkenmaske. Gurkengesicht mit roter Nase, das sieht dann aus wie... Tomaten-Gurkensalat mit Tofu. Wieso Tofu? Na, schau mal, wie blass er ist. Wie Tofu eben. Ach toll, dieses gedämmte Gelaber heute Morgen. So. So ein Scheiß, hab ich ja noch nie gehört. Das wissen Sie nicht? Na, dann passen Sie mal auf. Peitsche, Zahn und Spange, Speer mit Werfer, Sand und Zelt, Gurke ohne Schlange, Spiegel mit einem Ei und ohne Held, Schlafanzug und rote Nase. Alles ohne Osterhase, das soll man auf die Bühne bringen, dabei vielleicht noch ein Liedchen singen? Da bedarf es einen Großeinfalles, denn dabei sein ist alles!